Wir sind jetzt verabredet mit dem Mann, der vor 17 Jahren hier in Franken den Verein Slow Food mit aus der Taufe gehoben hat. Herwig Danzer. So, Herr Danzer, ich habe Ihnen was mitgebracht zum Kochen. Oh, klasse. Was kann man brauchen? Na, die Karotten sind schon mal klasse und Zucchini nehmen wir auch noch mit dazu. Was machen wir denn? Wunderbar. Ich habe ein ganz tolles Fleisch vom Hutanger für uns organisiert. Da habe ich die Kühe auf der Wiese laufen sehen. Die haben sie ja wirklich paradiesisch. Ja, also es ist nicht die gleiche, sondern Gott sei Dank. Aber es ist genau diese Familie. Das ist schon klasse. Was sind Ihnen Lebensmittel denn wert? Ja, Lebensmittel sind schon eine Art von Philosophie. Das heißt, es kommt darauf an, wo habe ich dieses Fleisch her. Wenn es zum Beispiel aus einer Massentierhaltung ist oder sowas, dann würden wir es jetzt wiederum ablehnen. Mhm. Aber wenn ich weiß, es kommt vom Hutanger, es hat dort so gelebt, es wurde so aufgezogen und es wurde vor allem auch so geschlachtet, dann ist es einfach ein Traum. Ökologischer Möbelmacher, ökologisches Kochen, wie passt das zusammen? Ja, eigentlich perfekt. Wir haben das Holz aus der Region in dieser Küche verbaut. Was ist das für ein Holz? Das ist eine Buche. Hier Buche aus der Hersbrucker Alb. Und da kommt das Holz her, da kommen auch die Schreiner her, die das gefertigt haben. Und da verarbeiten wir jetzt die Lebensmittel, die eben unter dem Label Heimat auf dem Teller. Da müssen wir mal anfangen, werden. Weil sonst kriegen wir nämlich nichts auf dem Teller. Unbedingt. Was läuft denn in Ihren Augen falsch, wenn man sich mal so das große Ganze ansieht im Bereich Lebensmittel? Naja, das Problem ist, dass einfach zu wenig Verantwortung, zu wenig Bewusstsein, gerade bei der Massentierhaltung, aber eben auch bei der konventionellen Landwirtschaft, da gibt es auch ziemlich furchtbare Dinge. Während wir in der Hersbrucker Alb einfach das Glück haben, dass wir über Heimat auf dem Teller, was entstanden ist aus dem Tag der Regionen, einfach wissen, wo was herkommt. Jetzt gehört Hersbruck seit 2001 hier zur Cheetah Slow. Was hat sich seitdem hier eigentlich verändert? Naja, es sind schon einige Dinge, haben sich schon deutlich verbessert. Das Bewusstsein für regionale Zusammenhänge seit dem Tag der Regionen 1988 bei uns in Untergrumbach hat schon zugenommen. Und das ist eigentlich ein Vorteil, wenn man damals die Geschichte erzählt hat vom Holz aus der Region, dann haben sie gesagt, ne, das ist doch egal, wo das Holz herkommt. Durch die Lebensmittel ist natürlich dieses Bewusstsein sehr viel stärker gewachsen. Mhm. Das ist einfach auch schön, wenn man weiß, was man da auf dem Teller hat. Und es schmeckt auch ganz anders. Salz? Okay. Also es duftet wirklich köstlich. Das kommt jetzt dann noch in den Backofen? Genau. Ja, und ganz klar, wir können natürlich dieses Gericht für Sie, liebe Zuschauer, jetzt hier nicht zu Ende kochen. Deshalb finden Sie wie immer alle Informationen, natürlich auch zu diesem Rezept, auf unserer Homepage. Ja, es gibt wirklich viele gute Gründe, sich dafür zu interessieren, wo das Essen auf unserem Teller herkommt und vor allem auch, wie es hergestellt wurde. Denn wie heißt es immer so schön? Man isst, was man isst. Ich verabschiede mich für heute aus der Slow City Hersbruck, eine von nur 12 in ganz Deutschland. Und alle Infos zu unserer Sendung, die bekommen Sie natürlich wie immer auf unserer Homepage.